Bonjour, meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung. Ihr merkt schon, ich bin noch ein bisschen schnupft und lag richtig lange im Bett, deswegen kommt diese Folge jetzt auch erst zu spät. Heute gibt's mal wieder zur Abwechslung ein bisschen Galaxy. Ich habe mir natürlich nicht die Fragen von letztem Mal rausgesucht, weil ich ein kompletter Vollidiot bin und deswegen mache ich das mal schnell. Oh Mann, ey. Nee, ich habe heute Morgen ein super Problem gehabt, aus den Federn zu kommen, weil ich einfach richtige Hustenanfälle hatte. Und dann habe ich mir... Das war der Hashtag? Ja. Dann habe ich mich was eingeworfen. Ein bisschen Crack und LSD und dann... Na Quatsch. Halt eben ganz normal ein bisschen Medizin und ihr merkt, dass ich bin auch immer noch irgendwie ein bisschen heiser. Ich weiß nicht, wo das herkam. Ich habe auch echt nicht gut geschlafen. Deswegen, ja. So, ich nehme jetzt die Fragen von letztem Mal, weil habe ich mich ja bei weitem nicht durchkämmen können und baue in der Zwischenzeit nochmal Wolken ab, würde ich sagen. Aber bin das gar nicht mehr gewöhnt hier. Gekako noch am Leben? Gekako. Gekako. Okay. Ich liebe Kikako. Oh nein! Also, so. Haben wir irgendwo noch freie Kisten? Ich müsste auch dringlichst mal irgendwann jetzt diesen Stream machen und so ein Lagersystem einrichten. Brauchen wir alles nicht. Alles nicht. Wozu? Nein. Jemanden? Nein. Kohle brauchen wir auch nicht mehr. Nee. Wir haben alles. Ganz normales Marble ist immer mal wichtig. Scheren nehmen wir auch mal mit. Und dann werde ich auch mal kurz Kev beklauen. Ich beklaue Kev! Spamt in die Kommentare! Nein, spamt bitte nicht in die Kommentare, das wäre richtig scheiße. Ich hole mir nur kurz einen Stack Fisch und ich denke, das wird er einigermaßen verkraften. Mit diese Fischbackmaschine. Wie man im Fachmund sagt. Fischmaschine. Kommen jetzt wieder automatisch welche dazu oder habe ich da was kaputt gemacht? Ja, guck mal, das ist so krass, oder? Ich finde das krass. Oh! Ah, hier ist die. Das wird richtig wichtig, wenn ich meine Rakete baue. Das ist ja sehr cool. Ach, Kev hat schon eine echt coole Technik-Base, muss ich einfach sagen. Ich bin halt leider technisch in Minecraft überhaupt nicht begabt. / nicht eingelesen. Aber naja, so, ich widme mich nochmal den Fragen. Das war letztens unter dem Hashtag Fragwaffel vor 3-4 Tagen auf Twitter. Ansonsten mache ich ab und an eigentlich auch neue Hashtags, wenn ihr da auch mal folgen wollt. Der Link zu meinem Twitter-Profil und Facebook und so weiteren Shenanigans-Sachen ist natürlich in der Videobeschreibung vorhanden, genau wie der ganze andere Schüssel. Und ich habe immer noch keine Wolken geholt, ich spasti. Okay, so. Ich fange jetzt einfach mal an mit Ma von Team Delay. Okay. Bemerkst du manche Zuschauer auf Twitter, YouTube, weil sie so aktiv sind? Definitiv. Ich habe verhältnisweise irgendwie, ich glaube, es sind so eine, mehr als eine Handvoll, die ich definitiv kenne. Dann gibt es auch noch die, die ab und an mal wieder ins Licht treten, wenn sie kommentieren oder so, die von Anfang an dabei sind. Also da gibt es so zwei Kandidaten, die gucken meine Videos schon, seitdem ich glaube... 5 oder 6 Abonnenten hatten, weil die auch die 5. oder die 6. Abonnentin waren. Die sind immer noch da, das finde ich sehr cool und auf jeden Fall erkennt man da Leute wieder. Das ist ja genauso wie auf Twitch zum Beispiel, da habe ich ja meine Moderatoren dann auch auserkoren. Das ist jetzt der beste Job der Welt, das könnt ihr euch ja bestimmt selber bestätigen. Dadurch, dass sie eben so häufig da waren und aktiv waren und die mir auch sympathisch waren, das ist ja natürlich der erste Grund, also nur da sein und aktiv sein ist ja nicht das einzig Wahre, sondern ich muss dann ja auch sagen, ey, das ist jemand, wo ich sagen kann, ey Digga, jetzt mach mal und den ich auch gerne anschreien möchte und so weiter und so fort. Hast du einen bestimmten Berufswunsch? Fragt Mai Blubberblasen. Ich würde ganz gerne nach meinem Studium eigentlich was im... Sache, da kommen jetzt noch neue Fragen rein. Was geht denn ab, Alter? Ich habe doch gar nicht gefragt. Ich würde ganz gerne nach meinem Studium
eigentlich in den Marketingbereich gehen, also in so eine Agentur, beziehungsweise vielleicht selbst was mit meinen Freunden machen. So. Ungefähr. Also im Medienbereich auf jeden Fall irgendwas. Wie die ganzen coolen Kids auch immer sagen. Im Medienbereich, das ist das Coolste. Ich nehme mal ein bisschen mehr mit, letztes Mal hatte ich mal zu wenig. So. La Ladybug TV. Oh, hallo. Fragt, magst du lieber Obst wie Äpfel und Birnen oder lieber exotische Früchte wie Mango und Ananas oder Gemüse oder Süßigkeiten? Also ich muss ja ganz ehrlich zugeben, ich bin überhaupt kein Süßigkeiten-Typ und nee, ernsthaft, ich esse eigentlich ehrlich nicht viel süß, aber ich habe einfach überhaupt keinen Bock gerade, wenn ich den ganzen Tag im Bett lag und man ist so kränklich, habe ich keine Lust gerade, mich in die Küche zu stellen und was zu kochen. Deswegen das Einzige, was ich halt noch hier habe momentan, ist halt Kinderpinguin und Pickups. Oh, voll peinlich, ey. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ich stehe eigentlich ziemlich auf Obst, aber dann auch eher so auf exotische Sachen. Und da meistens Ananas. Ich liebe Ananas mega. Und liebe Ananas mega schwer. Atari-Style. Wie rede ich heute? Mann, ey, da ist mir voll viel runtergefallen. Gemüse, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich nach wie vor nicht so der Mega-Fetischist. Also nicht so der Mega-Gemüse-Fetischist. Sondern es ist einfach, es liegt einfach daran, dass ich, keine Ahnung, es schmeckt mir einfach nicht. Und ich habe wirklich erst in den letzten paar Jahren einfach gelernt über meinen Körper und über mich, dass ich echt Gemüse gut essen kann, wenn ich Fleisch dabei habe. Das hört sich so dumm an und da werden die Vegetarier jetzt wieder auf die Barrikaden gehen, aber ich kann wirklich, das ist so 50 Facts about me, ich kann nur, oder ich esse wirklich nur Gemüse, wenn ich irgendwie Fleisch dabei habe, sonst gibt es keins, was mich antörnt, was ich so esse oder essen würde. Zum Beispiel Tomaten, kann ich überhaupt nicht ab, null, nada. Da gibt es auch eine ganze Fraktion, die jetzt wieder richtig, richtig upraged, weil es gibt super viele Leute, die einfach so gerne Tomaten snacken und das sieht immer, das ist das Schlimme, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe das voll oft, dass das so voll lecker aussieht, so, also mein bester Freund ist Vegetarier zum Beispiel und der isst dann auch immer so morgens so Tomatenbrot, so, also so geiles Vollkornbrot und dann so Käse drauf, Tomate drauf und dann irgendwie noch Öl drüber, im besten Fall, wenn man keine Butter nimmt und dann Pfeffersalz. So, das finde ich, sieht so lecker aus. Das sieht so richtig lecker und voll gesund und frisch aus. So, gibt es jetzt mehrere Probleme. Erstens, ich mag überhaupt keinen Käse. Ich kann Käse nicht ab zum Verrecken nicht. Und ich mag keine Tomaten. Und dann immer, ich will das dann immer probieren und jedes Mal kotze ich dann fast, weil ich es einfach nicht runterkriege. Also der Geschmack ist so daneben. Ich stelle mir dann in meinem Hirn was ganz anderes vor. Keine Ahnung, aber ihr könnt ja mal in die Beschreibung schreiben. In die Beschreibung, ja. Bitte schreibt mir in meine Beschreibung in die Kommentare, ob ihr das auch vielleicht kennt, ob ihr dann irgendwie auch sowas habt, wo ihr sagt, boah, das sieht so lecker aus, aber jedes Mal, wenn ich das probiere, schmeckt mir das einfach nicht. Und das, also mich macht das immer voll aggressiv, weil ich finde das halt, das sieht so gut aus und ich würde das voll gerne essen. Denn ich esse gerne Sachen, die gut aussehen. Danke für die Todesprodukte. Wir müssen das eigentlich Kinder. Danke, Kinder in Bosnien. Die dieses tolle Produkt gemacht hat. Natürlich keine Schleichwerbung, ich kriege weder von Pickup noch von Kinderpinguin Geld dafür, das ist ja die gleiche Leier. So. Könnt übrigens mal bei La Ladybug auch vorbeischauen, die macht immer so coole Zeichnungen. Hat jetzt so einen eigenen Chanel. Ratz fragt, welche Spiele spielst du außer Minecraft? Momentan echt wenig, ich habe letztens ja im Stream mit euch zusammen, beziehungsweise mit den Leuten, die da waren, Unturned mal ein bisschen angezockt. Viele sagen halt auch immer dann direkt so, ja, mach da ein Let's Play zu, das ist voll cool, das wird voll gut zu dir passen, blablablub. Und das will ich dann meistens nicht, weil meistens auch einfach nicht so ist und weil es halt eben nicht in mein Kanalkonzept passt, da haben schon total viele was gesagt. Aber privat, muss ich ganz ehrlich auch sagen, spiele ich eigentlich nur Minecraft. Und ansonsten, in Streams probiere ich super gerne Spiele aus mit euch. Ja, aber ansonsten ist es Minecraft nach wie vor. Es macht mir so richtig viel Spaß. Und es gibt leider momentan auch nichts so Cooles, glaube ich, was man noch zocken könnte. Also es gibt immer irgendeine Alternative neben Minecraft. Also so Destiny ist ja zum Beispiel draußen, habe aber leider keine Konsole. Das steht mir da im Weg.
so weiter und so fort. Also es gibt natürlich immer Alternativen, aber oh, sieht das cool aus, ey. Guck mal, wir sind am Weg, Bett in die Wolke. Sieht eigentlich schon ganz fett aus, oder? Ich finde das schön. Ja, wie gesagt, also ich bin auch immer noch in der größten Versuchung, mir eine Konsole zu holen, aber es ist so schweineteuer, ey, weil ich zock halt auf Konsolen nur Sportspiele im Prinzip. Also nur FIFA, NBA, 2K, noch was und meistens so Tennissachen, weil ich halt selber mega lange Tennis gespielt habe und Tennis ganz cool finde. Also Tennis gucke ich mir nicht gerne an, spiele es aber selber total gerne und ich finde das auf den Konsolen zum Beispiel auch inzwischen richtig gut gemacht. Also das kann man, kann man wirklich mal aushalten, das zu zocken. Beziehungsweise die haben immer ziemlich coole Karrieremodi auch, wie man dann so sein eigener Spieler ist oder den du kreieren kannst und den dann hochpushst und dass du erst so ganz, ganz unten anfängst und so ganz kleinere Turniere spielen musst und die auch dann irgendwie gewinnen musst oder unter den ersten drei sein musst und so weiter und so fort. Genauso wie bei NBA 2K, die haben auch richtig geile Karrieremodi. Und das ist das Einzige, was ich wirklich, wirklich, wirklich an FIFA inzwischen bemängeln muss, ist, ich spiele FIFA, glaube ich, ein bisschen unorthodoxer als die anderen, weil ich das noch von früher kenne. Früher war halt online nicht so angesagt bei FIFA und ich bin halt noch voll auf dem Trip. Ich kenne das von Palle zum Beispiel, der zockt immer nur Ultimate Team. So, der spielt keine normale Saison, der fängt an, holt sich FIFA und dann zockt der Ultimate Team wie so ein Besessener. Und das machen mega viele und ich bin halt so einer, ich hole mir, oder wenn ich FIFA gezockt habe, habe ich immer eine Karriere gespielt und immer so be a pro, aber das haben die seit 2012 oder 2011 einfach nicht mehr geändert. Also das macht keinen Spaß, weil da passiert nichts. So bei NBA 2K, da hat man so die richtig geilen Modi, da kann man dann, habe ich glaube ich letzte Folge schon mal drüber geredet, da kriegt man dann so ein Sponsorship und so richtig krasse Scheiße geht dann da ab. Und man hat immer so diese Shortclips, wo man dann so Gespräche führen muss und dann hat man verschiedene Antwortmöglichkeiten. Das ist fast schon wie so ein MMO so ein bisschen. Je nachdem, welche Antwortmöglichkeit du nimmst, dann wird so dann kommen andere Sachen dabei raus, das beeinflusst das Spiel und so. Das ist viel cooler, halt das auch mal im Singleplayer zu zocken. So und ja. Wie gesagt, das ist so das Einzige, was ich wirklich krass vermisse bei FIFA zum Beispiel, dass die diese blöden Singleplayer-Sachen irgendwie nicht so weiterentwickelt haben. Jetzt haben sie da bei 2014 den Transfermarkt neu gemacht. Na und, wen interessiert's, Alter? Und dann, ach, auch dieses, naja, generell hat das sowieso nicht so gut funktioniert. Ich habe das da auch mir ein paar Sachen rausgesucht und ich fand das echt nicht so Bombe. Da kann man mal irgendwie auch so wie bei, und das ist das Einzige, was ich wirklich sagen muss, bei Pro Evolution Soccer, die hatten eine gute Karriere. Das hat richtig Bock gemacht. Die hatten noch immer so Shortcuts, wenn du so ein Team gemacht hast, weil ich habe PES und FIFA halt mal gezockt, 2012 glaube ich hatte ich beide, die hatten halt dann auch immer so kleine Shortcuts, wenn du einen neuen Spieler verpflichtet hast, dann ist er so auf den Rasen gekommen und blablablub, wenn jemand verletzt war oder wenn jemand Probleme hatte, dann ist er zu dir in dein Büro gekommen als Coach und hat mit dir ein Gespräch gesucht, also die Spieler, sowas ist halt cool so und dann denke ich mir immer, warum checkt FIFA das nicht und warum ist nur Konami anscheinend in der Lage, irgendwie da ein einigermaßen vernünftiges Singleplayer-Game draus zu machen. Also, weil es mir halt mehr darauf ankommt. Sagen die ganzen Online-FIFA-Leute, aber Ultimate Team ist so cool. Mag sein, aber ich finde auch dann dennoch für die Leute, die immer noch so ganz normale Kampagnen spielen oder Saisons spielen wollen, als Trainer zum Beispiel, das mache ich halt immer, sollte man das schon noch irgendwie auch weiterentwickeln und nicht da irgendwie nur links liegen lassen. Das finde ich nämlich immer ein bisschen schade. Aber ist halt EA, ne? Ich gucke jetzt mal, welches neues Ereignis da reingekommen ist. Da hat nämlich gerade wirklich jemand geschrieben. Pierre. Beziehungsweise vom 21. Und die kam jetzt rein. Jetzt ist der 23. Was ist denn los bei Twitter? Pierre fragt, wenn du 1 Million hättest, was würdest du dir kaufen? Gar nichts. Ich würde mir das Geld, das habe ich auch schon mehrfach in Streams immer beantwortet. Das scheint da immer eine sehr, sehr sehr, sehr wichtige Frage für alle zu sein, was man mit viel Geld machen würde und würde Geld immer gut anlegen. Das glaube ich so. Denn ich glaube, wenn man einmal viel Geld hat und das gut anlegt, dann kann sich das halt auch nur vermehren. Weil ab gestern zum Beispiel auch super lange eine Reportage über Bill Gates und Steve Jobs und sowas geschaut und Zuckerberg und war dann auch irgendwie wieder so eine Statistik, dass Bill Gates an einem Abend oder irgendwie, genau, wenn er schläft oder so,
dass er mehr verdient als so ein A-Promi, der irgendwelche Filme dreht oder so. Das ist richtig krass, meiner Meinung nach. Also der muss halt nichts mehr machen und verdient damit so viel Cash, dass da arbeiten wir alle ein Jahr für zum Beispiel. Und das ist einfach nur komplett krankhaft, meiner Meinung nach. Hier sind wir ein bisschen weitergekommen. Bett ist fertig, das wird abgeebnet und dann kommt der lange Gang dahin und dann oben wird das Haus irgendwann abgerissen und gesprengt und dann kommt da unsere kleine Teleportschale rein oder hin oder so ein kleiner Altar, wo man dann runtergehen kann und dann hier drin ist. Und ja, ich finde das immer noch wunderschön. Freue mich, dass es so gut rausgekommen ist hier. Dann würde ich sagen, es hat mir immer wieder viel Spaß gemacht, Galaxy zu talken. Gerade auch irgendwie dieses Alleine-Ding. Und wenn ich nicht cutte, dann habe ich mal so ein bisschen Zeit zu erzählen. Ich weiß, dass ein paar das auch ganz schön finden immer. Ich finde das auch ganz schön. Das mache ich nämlich auch sehr gerne. Ich nehme das ja Galaxy inzwischen als meinen Singleplayer-Minecraft-Let's Play, weil man hier so schlecht mit anderen aufnehmen kann, leider. Aber ich will auf jeden Fall die Tage nochmal was mit Palle machen, wenn der auch Bock hat. Und ja, da kann er mir ja nochmal ein bisschen seine Base zeigen. Ich zeige ihm vielleicht mal meine. Er zeigt mir seins, ich zeige ihm meins. Okay. Und dann würde ich sagen, wenn euch das gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen da lassen. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich morgen wieder, denn es hat mir immer wieder Spaß gemacht. Und ich habe auch gemerkt, dass diese zwei Zusammenschnitte, vielen gefallen haben, aber bei weitem nicht allen. Und ich möchte dann so ein Minecraft-Projekt auch nicht einfach liegen lassen. Wie gesagt, dann schauen wir nochmal. Ich guck mal, wann der nächste Galaxy-Stream kommt. Dann wird da noch ein bisschen gebaut und dann habe ich immer wieder ein bisschen mehr Zeit für Mods. Den Folgen. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut's rein. Like nicht vergessen.